Hallo Leute und schön, dass ihr wieder reinschaut bei Let's Play Together Björn Holm mit unseren Carbon und der Modlina 28. Hallo. Hallo. Hast mal Schweigeminute gehabt, Carbon. Carbon hat es geschafft, den Heckkran doch einzufügen. Yeah. Ja, er hatte gesagt, er hat es gemacht, obwohl er es nicht gemacht hat. Kaufen wir es ein Stück und gehen mal schauen, ob der zum Schlepper passt. Und ich werde in der Zwischenzeit die große Nachfrage erfüllen. Aber es ist ja lustig, mit dem Hüllemann da bergauf zum Fahren. Das ist ja voll krass, Höchstgeschwindigkeit. Ja, das ist ja echt. Ja, was hat man so schwache Traktoren, wenn man die ja. Kein Bauer stellt sich so einen schwachen Traktor auf dem Ding. Aber ich glaube, die Bessie ist ja gar nicht so schwach. Die meistens haben wir die kleinen Bauern, die erben das von ihren Väter oder Opa oder so. Opa. Opa. Opa Gundam Style. Genau. Früher hatten sie ja nicht so gute Schlepper. Sind wir mal ehrlich, wer kann sich dann nur so einen Schlepper um 50.000 ohne irgendwas leisten? Braucht man ja auch nicht wirklich. Die Geräte, was so in Standard Österreich um den Umfahrt braucht, man kann nicht. Ich glaube, mein Onkel, ich will nicht liegen, hat ein SF Ferguson mit 140 PS. Gibt's das? Keine Ahnung, ob es gibt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall braucht der nicht mehr. Hat viel Wald, hat ein paar Hektar Land und Felder und braucht nicht mehr. Ja, eben. Lina ist höchst aktiv. Ja, ich versuche da gerade einzupacken. Ich versuche gerade den Heckkran zu finden irgendwo. Ah, da hinten steht er. Ja, ich schaff's, ich schaff's. Immer den Kreis fahren. Wie kann man da befüllen mit dem Silo? Mit R. Mit dem Ruder gedrückt halten. Und auswählen, wenn du noch nichts drin hast. Funktioniert nicht. Und mir ist der Hochdruckreiniger. Ab jetzt befüllen heißt ja, na wirklich froh, dass ich es im Video habe. Ah, kann man so auswählen. Okay, ist cool. Oh, mal gucken, wir mal. Also, der Schlepper kann es ab. Ja, sicher. Ahnung, das hätte mich stark gewundert, dass man das nicht funktioniert. Aber ich hasse das, wenn du dann kurz auf die Maus raufkommst und der dann voll schnell ausfährt. Ich weiß nicht, ob du das auch das öfters das Problem hast, aber. Ja. Das habe ich aber nur bei den Kranen. Mhm. Ja, ja. So. Wohin willst du jetzt damit fahren? Also ich hätte rein theoretisch bei der Sägerei Sägerei fahren. Ich fahre da auch mal hoch. Wo der Zug quasi reinfällt in den Tunnel, da gibt es aber Bäume, die Sterne überhaupt nicht von unterwegs sind. Macht optisch nix. Die Pappeln wird wieder schnell aus, aber hätte ich mir das auch wurscht. Heute ist mir das auch. So viel Bahn. Hast du ein paar Weckernehmer. Wachsen die eigentlich wieder automatisch nach oder musst du die pflanzen? Du musst pflanzen. Okay. Das wäre natürlich auch cool, wenn sie so automatisch wachsen würden. Weil eigentlich wachsen die in Real Life auch immer automatisch nach. Ja, mein Real Life dauert ein bisschen länger. Minimal, ja. Paar Jahre. Ja. Oh, ich weiß gerade gar nicht, wo ich da unterwegs bin, aber auf jeden Fall krasser Weg. Wie lang ist eigentlich der Wachstum von den Bäumen? Weißt du das? Ich? Ja. Wie Tage das braucht? Keine Ahnung. Aber ich denke mal, wenn man die normal rechtzeitig während dem Forstwehr wieder auffüllt, wird es nicht so tragisch sein. Ich glaube, das dauert nicht so ewig. Ich habe schon mal gehört, aber habe es mir nicht gemerkt. Aber es wundert, glaube ich, keinen, dass ich das nicht weiß. Ich weiß auch nicht. Ja. Wie gesagt, wenn man. Wenn es wer weiß, kannst du ja, da kannst du ja in die Kommentare schreiben. Gern, ja. Aber ich denke, wenn man mal. Man hat auf dieser Map recht viel Forstmöglichkeiten. Wenn man einen Forst fertig hat, die Bäume dort pflanzt, dann kann man rein theoretisch ja gleich in den nächsten Forst fahren und bis man dann die drei, vier Forst abgearbeitet hat. Möglich, das ist so krass. Da ist so viel möglich mit dem Forst. Ja.
So, wieder 38.000. Nice. Oh, okay. Jo. Eine Motorsäge werden wir auch brauchen, ne? Jo. Ja. Oder wir schön ins Haus bieben, ey. Ja, Husqvarna nehmen wir da. Ah, okay. Oder nehmen wir die. Die Johnson nehmen wir nicht, oder? Weil die hat ja eventuell Fehler gemacht. Ja, stimmt. Okay. Ja. So, und die Bäume muss ich einfach ins Wasser reinschmeißen, oder wie ist das? Ich würde es fast mit Zug wegschicken. Ach hier. Du kannst ja mal fällen und aufladen. Und wenn es dann soweit ist, tage da wohin. Wenn wir einfach da die Bäume mal. Du kannst eigentlich eh noch einen noch wandern, oder? Also recht viel mehr würde glaube ich eh nicht Sinn machen. Weil du kannst eh noch eins noch wandern ziehen. Ich würde nicht viel Bäume fällen, weil es dann teilweise auf manche Server zum Lecken anfängt. Ja, aber ich habe wirklich schon viel gemacht. Ich habe zu 6 oder so haben wir schon vorerst gemacht und das war nicht so tragisch. Aber ja, da verschiedene Berichte darüber, ob es funktioniert oder nicht. Oder ja, oder es nicht, ist generell, manche sagen, ja, es funktioniert alles wunderbar. Ui, ja. Baumfeld! Du kannst auch einfach Mausrad drehen, dann hast die Motorsäge. Aha. Oder 1, 2, 3, je nachdem, was für ein Ding. Dann einfach auf den Baum rauf und dann kannst du den lassen. Ah, okay, wenn sie entlastet, das sehe ich das nicht. Das ist ihre schöne Back da. Aber dass die Dings wechseln, siehst du schon, oder die Äste? Nee. Nein, das ist noch nicht. Das funktioniert noch nicht. Aber du brauchst das in Wirklichkeit gar nicht entlasten. Den Forst, was du wir jetzt machen. Beziehungsweise nee, die nicht, ganzen Bäume. Die ganzen Bäume in Verkaufsfläche. Wo fällt den zweiten mit? Wo denn? Den da? Den da, ja. Muss ich das drehen? Eine X, oder? Nee. Mit der rechten Maustaste kannst du drehen. Ja, genau. Mhm. Rechts Maustaste nach rechts links. Und mit SRG kannst du drücken so und ganz unten abschneiden. Mhm. Bis der blaue Kreis kommt. Das war ein grüner. Ja, grüner, blau ist egal. Mal blau, oder? Und dann wird's fertig. Ich weiß gar nicht. Ist dann nicht grün? Wird's dann nicht grün? Ich glaube, du kannst beide haben. Ich weiß aber nicht, was der Unterschied da sein sollte. Ah, vielleicht ist der eine. Das ist sicher fällt, oder? Ich weiß auch nicht. Ich verarsche. Gedrückt. Gedrückt halten. Jetzt, oder? Ja, jetzt hast du ihn durchgeschnitten, aber er fällt nicht um anscheinend. Du musst einen Keil schneiden. Du kannst ihn einfach nur gerade durchschneiden. Du musst ja, sie hat ja schräg geschnitten. Ich werde mit dem Kran umstellen. Hallo, flieg um. Hallo. Ja, oder umstessen. Das geht auch. Das ist auch noch ein Fehler. Ein bisschen ankommen mit dem Traktor oder mit dem Kran. Oder nur mit zweimal oder dreimal nur mal schneiden. Er fällt! Gefallen. Ja. Ja, es hat noch ein bisschen. Also, gerade im Multiplayer. Im Singleplayer, muss ich ehrlich gestehen, funktioniert super. Relativ gut, ja. Ja, aber im Multiplayer gibt es schon. Und wir haben auch zu 6 Probleme. Aber nicht so krass wie manchmal. Gott sei Dank halt. Aber schade. Gerade in der Welt, das ist so. Buggy ist noch. Aber ich glaube, das. Ob sie das so schnell ändert, wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube schon, dass was passiert, so ist es nicht. Ich will da jetzt aber nicht pessimistisch oder so, aber. Mal einfach mal, wie lange es dauert, bis da was kommt, was uns hilft. Mir wird schon reichen, wenn der Forst im Multiplayer besser funktionieren könnte. Ja, natürlich, der Singleplayer war auch schon mal gut. Und dann noch ein bisschen besser. Dass man das zumindest sieht und so das ab. Hallo. Ja. Habt ihr schon was verkauft, Alter? Nee. Soll ich den vielleicht stückeln? Nein. Es ist dann nur umständlich mit dem Kran, wenn du die einzelnen Stücke. Außerdem kriegst du einen ganzen Baum mehr, als wie wenn du den zerstückelst. Achso. Und wo muss ich den auf Holz, auf Dings draufladen? Ja, du einfach. Lass mich kurz bei dir einspringen, bitte. Ja, ich sehe einen anderen Schlepper da. Neben. Ja genau, dann fahre mir nach. Kurve. Hui. Ah, anständig. Einfach da reinfahren. Dann geht er automatisch auf den Ding. Und dann musst du da dieses Rufzeichen und dann tut und schau rechts oben auf die Kohle. Geil. 37.000. 467. Aha. 30.
Doch, du fährst gerade. 11.000. Ja, und jetzt da den Zug wegschicken, bitte, Madlina. Das hast du gestern im. Oder. Jetzt ist ja wurscht. Ah, Zug. Ja. Aha. Aha. Das sieht man, glaube ich, nicht. Es sieht nur derjenige, der den Knopf drückt. Bei dir müsst ihr wegfahren, immer. Ja, ist schon fast weg. Das ist auch Eigenheit, auch ganz komisch, warum es nicht die anderen sehen. Und dann kriegen wir irgendwann wieder Kohle durch den Zug, da kriegst du nur mehr Geld, wenn du den wegschickst. Achso, weil er ankommt auch irgendwo. Genau. Und dann kommt der Zug ja wieder ganz normal zurück. Aber wenn ihr die Bäume davon nur alle wegnehmt, kann man auf jeden Fall schon mal gut Kohle machen. Oh, pro Baum 11.000 ist halt schon der Hammer. Wir haben aber jetzt auf Mittel, ich weiß nicht, auf Schwer wird es sicher weniger sein, aber ja, sicher. Ich schätze mal, ja, klar. Aber man hat ja noch andere Möglichkeiten, man kann ja noch Hackschnitzel verarbeiten, man kann ja dann richtig die Bäume auf einen Fleck wo sammeln und dann zersägen und dann verladen. Also das ist jetzt die einfachste Forstwirtschaft, die wir machen, jetzt gerade. Ja. Kriegt man dann für Hackschnitzel mehr oder wie schaut das aus? Weiß ich nicht, habe ich auch noch nicht gefragt. Wäre ja traurig. Ja, das wäre traurig, aber ich gehe schon davon aus. Ich glaube, dass man dann von einem Baum mehr rauskriegt, in Wirklichkeit. So, so ungefähr. Weil es wäre der Aufwand schade. Oder ist es vielleicht einfach nur Beschäftigung, ich weiß nicht. Es gibt aber für die Hackschnitzel große Nachfragen, die gibt es zum Beispiel für Bäume nicht. Okay. Beim Heizkraftwerk gibt es das. So, die letzten 5.100 Liter Taps werden verkauft. Und der Zug rollt weg. So fällt er da nicht runter. Hallo. So, jetzt kommt noch mal Kohle von mir. Das war jetzt auch nicht so schlecht. Von mir war auch noch ein bisschen. 68.000? 900. Das geht ja auch relativ schnell da. Ja, Sinn macht, dass man als erstes den Kredit weg. Und eventuell kann man da nochmal überlegen, ob man einen Hüllemann eintauscht. Gegen ein bisschen was Stärkeres. Ja, vor allem mit Frontlader wäre nicht schlecht, wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, wir wollten ja sagen, dass man Frontlader. Irgendwas war da mit einem Frontlader, ich weiß gar nicht mehr. Den wollten wir eigentlich für was? Keiner weiß. Wir wollten den hundertprozentig auf der Westbridge wegen der BGA. Stimmt, aber das haben wir ja dann verworfen, nicht? Das Ganze. Kann man so ähnlich da wieder beginnen. Also ich persönlich jetzt die letzten 2 Minuten halbwegs sinnvoll oder 3 Minuten, nein 2 Minuten halbwegs sinnvoll nutzen. Ich wäre dafür, dass man jetzt den Forst mit einem zweiten Kran nochmal ein bisschen macht, dass man wirklich mal einen Kredit wegzahlt. Da geht es gar nicht um die Kohle generieren, dass man dann gleich bald Vierte sind oder so, aber dass wir jetzt einmal einen Sprung haben am Ende. Und der Kredit weg ist und dann die Felder noch machen und so weiter, dann macht das vielleicht schon wieder mal ein bisschen Sinn jetzt. Ein bisschen Fortschritt da gezeigt wird. Und dann gehe ich dann im nächsten Party stürzt den Hüllemann und den Brandner zurück am Hof und tue dann nur waschen, wenn sich das noch rausgeht und dann komme ich zu einem Grund da, schlapp mir den Deutz und kaufe einen zweiten Kran. Aber ist trotzdem persönlich jetzt nur meine Meinung. Es ist schon schade, dass man so viel Geld verdient, aber ich finde es jetzt nicht so krass schlimm, tragisch, keine Ahnung. Ich meine, es ist wohl auch theoretisch ein Aufwand. Auch ein bisschen. Ja. Was cooler war, wenn du das wirklich schön entastest und was, dass du dann mehr Geld kriegst und nicht für einen ganzen Baum anschneiden, Hiefchen fertig, sondern richtig für. Ja, das ich sag mal so, einen ganzen Baum verkauft man eigentlich nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Eben. Also, mindestens abschneiden. Ja. Aber ja. Vielleicht kommt das Neues. Nein, vielleicht kommt. Aber insgesamt gefällt mir der 15er mehr als der 13er. Ja, schon, auf alle Fälle. Die Grafik war am Anfang nicht schlecht beim 13er, aber ich finde das ein bisschen realistischer. Mir gefällt das mehr, viel mehr. Vor allem allein die Performance-mäßig reicht schon, dass. Was dich überzeugt. Ja. Aber meine Anfangs-Euphorie ist weg. Ich weiß nicht, wie es eingeht. Also, das. Ich bin jetzt schon, ich spür's richtig gerne, mir taugt's richtig, aber diese Release-Euphorie ist jetzt weg bei mir. Die vergeht relativ schnell. Wenn man alles ein bisschen durchgetestet hat. Ja. Okay, du spielst mehr als ich, aber ich spiele wirklich nur jetzt eigentlich nur in Let's Play. Ach so, wenn ich nebenbei modde, dann. Also durch den Modden, ja. Ist ja auch so ein Zeitfresser, gell? Ja, auf alle Fälle, also der Kran,
Der Heckkran da, der braucht auch ewig. Ja. Na krass. Und 15 Minuten vorbei. Wer hat das letzte Wort? Ich nicht. Ich glaube, oder? Ne, ich so. Ja. Hat er jetzt. Sag ich mal, wir haben mit der Forstwirtschaft angefangen, der Kran hat sich bewährt, Carbon hat es geschafft, in das Spiel reinzutun. Ja. Yeah. Schaut auch bei den anderen mal vorbei und hoffentlich auch bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss. Ciao.